Vielleicht bist du neu hier auf Liebeschip, vielleicht schon ganz lange dabei. Du bist bestimmt tief verletzt worden in Beziehungen oder bist es sogar noch jetzt. Du hast vielleicht immer wieder das Licht im anderen gesehen, versucht verständnisvoll zu sein, liebevoll zu sein, alles immer wieder zu verzeihen und schließlich in einem kleinen oder großen Crash gemerkt, dass es so einfach nicht funktioniert. Nur weil du dich bemühst, macht es nicht automatisch der andere. Nur weil du nett bist, ist es nicht der andere. Wenn du dies verstehst, lernst du Grenzen zu setzen. Grenzen, die du für dich setzt, geboren aus Selbstliebe. Du entdeckst, dass es da draußen ein wunderbares Leben gibt, wozu du keine toxischen Verstrickungen brauchst. Lass nicht mehr zu, dass andere in dir nur die Tankstelle sehen. Wenn du vielleicht das erste Mal Grenzen setzt in deinem Leben, egal ob mit Partnern, Freunden, Familie, mach dich auf Gegenwind gefasst. Man wird dich wieder versuchen, zurück ins Glied zu schicken. Deine Entwicklung ist ein Stachel für andere. Du wirst unbequem. Und sie ist auch ein Beispiel dafür, was möglich ist. ...2020 ist ein Jahr, wo wir noch mehr herausgefordert werden, zu diesen Grenzen zu stehen. Deine Arschengel müssen eigentlich auch in ihre Entwicklung kommen und ihre Wunden anschauen, wie du. Aber wenn sie sich dem widersetzen, werden sie oft noch pieksiger und noch krasser. Sei unerbittlich selbstliebend und mach keine Ausnahmen mehr. Du hast es verdient, respektvoll und liebevoll behandelt zu werden. Du hast es verdient, dass man sich um dich bemüht, dich ehrlich behandelt und sich entschuldigt, wenn man sich dir gegenüber mies verhalten hat. Steh zu dir, voller Stolz, und lass dich nicht abbringen von deinem ureigensten Weg.